Freundinnen und Freunde, das ist schon eine bemerkenswerte Aussage. Als ihr nach diesem Trick die Ergebnisse immer noch zu hoch erschienen, berücksichtigt sie statt der untersten 20 nur noch die untersten 15%. Hören wir dazu den Originalton aus dem Bundesarbeitsministerium. Mit einer Referenzgruppe von ungeachtet weiter 20% käme man bei der Bemessung des Existenzminimums in Einkommensklassen, die in die untere Mittelschicht reichen, bis 1200 Euro. Erstens gibt die Regierung hier unumwunden zu, dass sie die Statistik manipuliert, bis ihr das Ergebnis passt. Zweitens wird deutlich, dass die Regierung schon ein Niedriglohneinkommen von 1200 Euro im Monat zur Mittelschicht deklarieren muss, um zu verbergen, dass inzwischen fast ein Viertel aller lohnabhängig Beschäftigten im Niedriglohnsektor arbeiten muss. Und das nicht etwa deshalb, weil in Deutschland in den letzten Jahren insgesamt weniger Geld verdient würde. Im Gegenteil, aber das Einkommen wird immer ungleicher verteilt. Während der Niedriglohnsektor sich ausweitet und die Lohnhöhe dort seit 1995 nicht mehr ansteigt, steigen die Einkommen und Gewinne der Reichen und Superreichen. Und das geht gar nicht, meinen wir. Und drittens zeigt sich hier, dass die Regelsatzbemessung nach dieser Einkommensverbrauchsstichprobe von vornherein einen entscheidenden Konstruktionsfehler hat. Wenn man 25 Jahre lang eine Massenarbeitslosigkeit von mehr als 4 Millionen Menschen nicht bekämpft, sondern stattdessen den Erwerbslosen systematisch Jahr für Jahr die Leistung kürzt, wenn man gleichzeitig einen Niedriglohnsektor schafft und mit Hartz IV systematisch ausweitet, wenn man in dieser Zeit an einem völlig überholten Schulsystem festhält, das systematisch Bildungschancen nach der sozialen Herkunft verteilt, wenn Kinder kaum eine Chance haben, diesen Teufelskreis sozial vererbter Ausgrenzung zu durchbrechen, wenn man also ein Vierteljahrhundert lang die Gesellschaft systematisch sozial, kulturell und politisch spaltet und eine wachsende Armutsbevölkerung produziert, dann kann die Bemessung des gesellschaftlichen Existenzminimums am Konsumverhalten dieser Armutsbevölkerung zu nichts anderem führen als zu weiterer Verarmung, zu weiterer Mangelernährung und weiterer Ausgrenzung. Und das geht auch nicht. Das bedeutet, wenn die untersten Schichten der Gesellschaft so verarmt sind, dass sie sich kein Obst und keine Bücher mehr leisten können, dann folgt nach diesem Modell, dass Obst und Bücher nicht zum Existenzminimum gehören. So einfach ist das. Und diese politische Willkür bei der Berechnung des Existenzminimums können und wollen wir uns nicht länger gefallen lassen. Und das geht! Der Teufelskreis gesellschaftlicher Spaltung kann nur durchbrochen werden. Und das ist ein Grund, liebe Freundinnen und Freunde, warum heute Erwerbslose, lohnabhängig Beschäftigte, Landwirte und Autonome gemeinsam demonstrieren. Dieser Teufelskreis gesellschaftliche Spaltung kann nur durchbrochen werden, wenn wir sowohl dem weiteren Lohndumping ein gesellschaftlichen Riegel vorschieben, als auch für eine menschenwürdige Grundsicherung sorgen, die sich eben nicht am sinkenden Lohnniveau bemisst, sondern am wachsenden gesellschaftlichen Reichtum. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, diese Regierung hat nicht einmal genügend Anstand, wenigstens die Bedarfe von mehr als 2 Millionen Kindern, die von Hartz IV leben müssen, ernsthaft zu ermitteln, so wie es das Verfassungsgericht verlangt hat. In den Daten dieser sogenannten Einkommensverbrauchsstichprobe werden die Ausgaben für Kinder nämlich gar nicht gesondert erfasst. Sie wurden in den Hinterzimmern des Ministeriums mit komplizierten Rechenmodellen von den Gesamtausgaben des Haushaltes abgeleitet. Frau von der Leyen, sollt ihr Ministerium nicht mehr Ministerium für Arbeit und Soziales nennen, sondern das Mysterium der unterdrückten Bedarfe. Was, liebe Freundinnen und Freunde, hat es mit den realen Bedürfnissen zu tun, wenn in den neuen Regelsätzen für die Ernährung eines 13-jährigen Kindes 27,47 € pro Monat weniger enthalten sind als für ein 14-jähriges Kind? Es wird das Geheimnis unserer siebenfachen Supermutti Ursula von der Leyen bleiben, wie wir unserem 13-jährigen Kind erklären sollen, dass es jeden Monat für 27,47 € weniger zu essen bekommt als ein 14-jähriges Geschwisterkind. Solch ein Schwachsinn kann nur dabei herauskommen, wenn man Statistikern vorschreibt, die realen Bedürfnisse von Millionen Menschen auf eine von vornherein festgelegte Summe herunterzurechnen. Nebenbei bemerkt, finden wir es beschämend, dass hochdotierte Wissenschaftler sich dafür hergeben, der Regierung solche Scheinrechtfertigungen für ihren fortgesetzten Verstoß gegen die menschenwürdige Würde zu liefern. Aber vielleicht, und da müssen wir auch vielleicht ein bisschen was dazulernen, wir wissen, Hartz IV hatte Ergebnisse und vielleicht ist das schon ein erstes Ergebnis der neoliberalen Bildungsreform.
dass hochspezialisiertes Fachwissen offensichtlich ohne weiteres mit einer totalen sozialen Verblödung zusammengehen kann. Diese Regierung predigt nur eine allgemeine Familien- und Kinderförderung. Praktisch betreibt sie eine gesellschaftliche Auslese, die man nur noch als sozialrassistisch bezeichnen kann. Denn wie sonst ist das krampfhafte Festhalten an unserem aussortierenden Schulsystem zu erklären? Oder die kaltschnäuzige Streichung des Elterngeldes nur für Hartz-IV-Kinder? Und nun die grobe Missachtung grundlegender Bedürfnisse von mehr als 2 Millionen Kindern. Wenn wir gesellschaftliche Veränderungen erkämpfen wollen, dann muss es nicht immer nur Geld sein. Wir sind durchaus mit bestimmten Sachleistungen einverstanden. Gerne nach dem skandinavischen Vorbild, auf das sich Frau von der Leyen mit ihrer Chipkarte so gerne bezieht. Oder ein paar Banken. Wir sind schwer dafür, dass alle Kinder gemeinsam lernen, bis zur 10. Klasse. Dass der Transport zur Schule nichts kostet. Dass sämtliche Schulmaterialien bezahlt werden. Und dass es ein gesundes, kostenloses Mittagessen für alle Kinder in der Schule gibt.